Was für eine Schmach für Hansa Rostock. Im Halbfinale des Landespokals unterliegt die Mannschaft dem 1. FC Neubrandenburg und die spielen zwei Klassen tiefer. Hansa Rostock ist der Schüttertrainer Bergmann beurlaubt. Tja, und die Neubrandenburger, die können ihr Glück kaum fassen. Mit diesem Sieg der Neubrandenburger hatte niemand gerechnet. Deshalb gibt es nur wenige Bilder wie diese Amateuraufnahmen. Erst nach dem 1:1 in der 22. Minute hoffte Neubrandenburg, entsprechend groß dann wirklich die Freude bei den Spielern nach dem 1:2 entstand. Auf der Heimreise sollen übrigens die Getränke knapp geworden sein. Und die Neubrandenburger mussten ja heute anders als die Hansa-Profis alle wieder zurück an ihren regulären Arbeitsplatz. Ja, also unglaublich, wie gesagt, also jetzt auch so mit einem paar Stunden Reflexion, also man kann halt immer noch gar nicht so richtig fassen so und ich habe heute auf Arbeit mit jemandem telefoniert, der sagte zu mir, ich habe schon wieder Gänsehaut, nur wenn wir weiter reden. Also war natürlich ein Riesenerlebnis, ne? Also es hat sich, ich glaube, das erlebt man sich nicht so oft und wir saugen das gerade sehr, sehr auf, ne? Die Neubrandenburger freuen sich jetzt natürlich auf das Finale im Landespokal und möglicherweise spielen sie ja dann auch im DFB-Pokal mit. Ja, und für Hansa Rostock kommt es knüppeldick, der Verein auf sportlicher Talfahrt, aber damit nicht genug. Noch dazu drücken finanzielle Sorgen und der Ärger mit den gewaltbereiten Fans holt den Verein auch wieder ein. Der Tag nach dem Dilemma. Eine angenehme Trainingsatmosphäre sieht anders aus, doch nach 4 Monaten ohne Heimsieg und der 1:2 Pokalpleite gegen den Fünftligisten ist die Geduld der Fans am Ende. Trainer Andreas Bergmann muss seinen Stuhl nehmen und mit ihm auch sein Co-Trainer Andreas Reinke. Aber auch das entspannt keineswegs. Das Auslaufen der Stammspieler ist heute nur im Stadion möglich, weil draußen gewaltbereite Fans aufgezogen sind. Und gestern 200 zum großen Teil Vermummte verbreiten Angst und Schrecken. Nach Spielende versuchen sie, den Spieler- und VIP-Eingang zu stürmen. 4 Polizisten werden dabei verletzt. Ich habe kaum geschlafen und ich glaube, das war einer der schwersten Tage, die Hansa Rostock je erlebt hat. Und dabei bewegt mich nicht so sehr die sportliche Situation, die ist... Ja, das war eine Katastrophe, was da abgelaufen ist, aber was danach hier passiert ist und sich abgespielt hat, ist aus meiner Sicht viel, viel schlimmer. Es hat sich einiges entwickelt in den letzten Wochen. Da war das Unentschieden gegen die Stuttgarter Kickers, nachdem man 2:0 vorne lag. Und eine Woche vorher in Saarbrücken beim Tabellenletzten die Niederlage. Hansa Rostock hatte mit diesen Unterstützern immer wieder das Gespräch gesucht. Ich mag die Präventionsbemühungen des Vereins in den zuletzt zurückliegenden Wochen, Monaten, auch im zurückliegenden Jahr durchaus positiv betrachten. Dennoch habe ich Zweifel an der professionellen Distanz zwischen Vereinsoffiziellen und denen, die sich wie gestern Abend hier mit Gewalttaten immer wieder versuchen zu profilieren und in Szene zu setzen. Rein sportlich war die Ära Bergmann als ein Langzeitprojekt geplant, mit Geduld. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Also habe ich definitiv einen Fehler gemacht, gar keine Frage. Gehört zum Geschäft. Du machst Fehler. Wer viel arbeitet, macht auch Fehler. Das ist mit Sicherheit ein Fehler, den ich nicht gerne getan habe. Macht ja keiner gern, auch der Neue nicht. Robert Rolofsen, ein Mann ohne Trainerlizenz für die dritte Liga. Er darf deswegen nur kurz Hansa auf Trab bringen. Ich sehe die dritte Liga eigentlich wie Asterix und Obelix. Irgendwann fliegen da die Fetzen im Stadion und dann irgendwie nach 90 Minuten ist das Staub weg. Und dann guckt man halt, von wer gewonnen hat. Ja, um jetzt sofort allein zu sagen, dass da wirklich eine Mannschaft ist, die richtig dominiert. Bis jetzt habe ich das nicht gesehen. Oder ich habe keine Ahnung von Fußball, das kann sein. Rolofsen meint, er könne mit dieser Mannschaft in Halle gewinnen. Das könnte helfen, alle Gemüter ein wenig zu beruhigen. Ostern.